Ja, der Lebensraum der Zipammer ist dieses ganz öde Gelände. Aufgrund der Ödheit, der Kargheit des Bodens, absterbendes Zistrosengebüsch. Das gibt genau die Kulisse mit sehr viel offenem Boden für diese Art. Und mit von der Partie ist, wie wir an diesem zwirseligen Zrittit hören, der Grauammer. Ein ganz natürlicher Begleiter des Menschen und seiner Großweidetiersteppe. Und hier auch der Limpeser, die diese gebüschreichen Initialstadien des hier angestrebten Korkeichenwaldes umfasst.